Here we go. Here we go again. Also eine Videokonferenz mit Bitte. Dem Was? Gesundheitsamt des Landkreises Harz, mit dem Gottes Willen. Landrat. Wer hat Merkel ins RP gelassen, ey? Ich wollte gerade sagen. Ey, das, ich hab so ein Jahresabo bei Bundeskanzleramt Instagram und da krieg ich jetzt immer alle Videos zugeschickt. Finde ich voll geil. Ey, du wählst dir noch wieder ein auf deine Flamme. Es gibt automatisch einen Strike, ey. Weißt du, jetzt müsste einfach auftauchen, dass irgend so eine Angela Merkel Charakter im Rollenplay und gerade werden die aber Welt. Die heißt nicht Angela Merkel, die heißt Angelo Merte, oder? Angelo Merte, oder? Und irgendwie hält die so eine kleine Rede. In diesen schweren Zeiten müssen wir alle zusammenhalten. Wir schaffen das. Ja, genau, und die hat so eine Raute so. Das finde ich mega nice. Ja, gut, dann können wir loslegen, oder? Hast du deinen Stream schon eigentlich? Ja, gut, für den Stream dann nicht. Ich nehme auf. Achso, ja, du. Ach, stimmt. Oh, ich bin, ja, wie gesagt, ich bin mit Donnerstag echt leicht durcheinander. Jesus. Okay, ja, dann wäre alles eigentlich vorbereitet. Ja, ja. Na, und dann mal willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Also, beziehungsweise Let's Play, der Aufstieg der Lehre auf Basis von Divinity. Original Sin 2. So. Genau. Wir nennen es einfach Tims geiles Roleplay. Tims, ja, genau. Tims geiles Roleplay oder Kugas ihr perverse Fantasien ausgelebt. Nee, es geht. Nee, nicht ich als Tim, sondern Fister als Tim. Ich weiß schon, Fister, aber du könntest auch die perverse Hauptrolle einfach spielen. Original FSK 18. Geil. Ja. Okay. Gut, also, ihr wart stehen geblieben hier in dieser kleinen Stadt Kleinweiher. Der Outlaw-Enklave quasi. Richtig. Und habt beim letzten Mal erfolgreich das Herz des Berges erhalten und erfolgreiches Herz des Waldes verloren. Danke nochmal an Utrin dafür. Als könnte ich da was für. Das war vom Skript so vorgesehen. Maybe. Mega gut. Ja. Genau, der Taverne war mal auf jeden Fall schon, das weiß ich noch. Das finde ich voll geil, wenn er in die Taverne reingeht, also von draußen rein zoomt, dann sieht man da drin gar nichts, da ist nur Boden. Oh, ist ein bisschen leer da drin, ein bisschen. Ja. Da fehlt auch irgendwie ein Fundament. Ups. Ja. Das Fundament ist da, aber der Boden ist halt nicht verlegt. Egal. Ja, doch, da hinten, Tatsache. Ja, Hundi, ja, feiner Hundi, ja. Aber wo waren wir jetzt letztes Mal stehen geblieben? Was haben wir das letzte Mal nochmal gemacht? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Wir waren in der Taverne und haben so gut wie jeden gequatscht. Also vor allem du, weil Günther hat ja ein bisschen herumgebrochen, weil er noch. Stimmt. Und stimmt, ja. Was wollten wir denn jetzt machen? Was war denn jetzt der Plan? Ja, das, also Wüste, das mit der Wüste war noch eine Idee. Wir wollten uns erkundigen. Also, soweit ich mich erinnere, habt ihr euch doch darüber erkundigt, ob hier was hier an illegalen und Banditenaktivitäten los ist in der Stadt. Ah, stimmt, genau. Ich habe rausgefunden, dass es hier irgendwie so einen Mafiosi-Ring gibt, irgendwie, der von Banditen bestückt ist und so einer, ich habe den Namen leider von dem Boss vergessen, ich habe den Namen eigentlich erfahren. Darf ich darauf nochmal würfeln, ob ich mich gerade dran erinnere? Von dem Banditenboss? Ja. Also von dem Chef der ganzen Banditen hier. Die ganzen Notizen habe ich ja auch nicht mehr da. Ich habe dafür eine Menge Setup-Guides hier. Toll. Kalimons Adern um seinen Kopf herum verkrampfen sich. Und er drückt alle 10 Finger in seine Kopfhaut. Und kommt gerade so drauf, dass der irgendwie. Hector der Corsair hieß. Ah, Hector der Corsair hieß er. Ich stelle mir gerade vor, wie Koga beim Nachdenken so eine, wie bei Super Saiyan 3 Verwandlung, einfach so sich so beugt und so schreit die ganze Zeit. Ah! Ich stell mir dabei eher vor, wie er so krampfhaft nachdenkt, wie er sich selber einscheißt. Ja, so gut. Nee, aber wenn ich so tatsächlich so nachdenken würde, wäre das eine sehr stressige Schulzeit bei mir gewesen. Okay, gut. Also, Hector Panzer. Hector der Corsair. Hector Panzer, was? Na, Paul Panzer, egal. Ja, ich frag mich, wo die Herleitung jetzt herkam. Kleingeld! Habt ihr etwas Kleingeld für mich? Alles klar, lass uns hier bitte gehen, schnell. Ich kann's nicht mehr. Am Ende muss nur ich wieder zahlen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab sowieso kein Geld. Ja, wenn es ums Geld ausgeben geht, haben wir jetzt festgelegt, dass Vincent das erstmal übernimmt, weil er das meiste Geld hat. Wie freundlich, dass ich nicht mehr ausgeben muss, obwohl ich nichts hab. Ja. Hier ist ein Händler auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir werfen da erstmal einen Blick bei dem rein. Guten Tag.
Sie sind doch sicherlich ein reicher Kaufmann, habe ich recht? Das habt ihr gut erkannt, wie auch immer ihr das herausgefunden habt. Ein netter Herr aus der Taverne hat uns gesagt, dass wir gegenüber wohl einen sehr, sehr ausgiebigen Händler finden würden. Und ich nehme an, dass ihr das seid. Nein, das bin ich nicht. Ich bin auch hier, um mit dem Händler zu handeln. Aber guck doch mal auf das Schild da vor der Tür. Oh. Ich, es gibt ein Problem. Seltsame Sprache. Ich kann leider nicht lesen. Bitte. Das ist schlecht. Ich dachte, das also wäre meine Aufgabe. Diese Sprache kann ich nicht lesen. Ton. Was steht da drauf? Große Krabbe. Nee. Achso, aber Günther kann ja lesen, oder? Ja? Günther kann doch lesen, oder? Nein. Also ich komme aus einer anderen Dimension. Ja, ich meine, das stimmt. Achso, du meinst jetzt hier in dieser Welt. Also ja, wenn das diese heimische Sprache ist, dann könnte ich es wahrscheinlich lesen, ja. Okay, da steht einfach drauf, wegen Krankheit geschlossen. Ah ja, okay. Ich glaube, da steht sowas wie wegen Krankheit geschlossen. Okay, gut. Nun, gibt es einen... Ja, hier wird es bestimmt keinen Arzt in der Nähe geben, der sich dieses Problems annehmen kann. Tja, und meine Heilkünste, ich weiß nicht. Ich könnte es probieren, aber ich weiß nicht, ob die jemand da ist. Ich klopfe einfach mal. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich bin Arzt. Ich kann Ihnen helfen. Er ist nicht mehr da, anscheinend. Der Zwerg ist so... wie gesagt, der Händler steht da auf dem Schild, ist er krank, deswegen ist er auch nicht in seinem Laden. Der ist da aber sich zu Hause wahrscheinlich. Achso, ich dachte, er wohnt hier. Hätte sein können, dass er noch da drin wohnt. Das sieht ziemlich groß aus, das Gebäude. Ja, das ist ziemlich großer Laden. Da kann er sich auch ein eigenes Zuhause leisten. Na ja, gut, okay. Dankeschön für die Information. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke für gar nichts. Das geht schon wieder so geil aus, Alter. Das ist immer... Alle Leute hier sind immer so pissig. Und wir sind nicht viel besser, verdammt. Ja, das stimmt. Ja. Lass mich mal durch, danke. Der Augenblick, bei dem du realisierst, dass alle scheiße sind, du bist Teil des Problems. So, hier ist noch ein Haus. Vielleicht wohnt er ja hier. Klopfen einfach mal. Hallo, ist jemand zu Hause? Ja, was wollen Sie denn? Wir haben eine Frage, wir suchen den Händler, den der Laden gegenüber gehört. Ja, das ist mein Mann, der ist aber krank. Ja, ich bin Arzt, ich kann vielleicht helfen. Hey, kommen Sie mal rein. Okay, wenn das okay ist für Sie, dann werde ich jetzt reinkommen, ja? Ja, kommen Sie rein. Ich bringe meine Assistenten mit, nicht wundern. Bitte vergewaltigen Sie mich nicht. Alter Mann, ey, ich kann das nicht ernst nehmen. Okay, ich hab mir echt vorgenommen, das seriöser zu spielen. Okay, ja, das finde ich auch gut. Aber deine Stimme hört sich halt schon von Grund auf so verbrecherwesen. So Verbrecher, ich meine jetzt von deinem Charakter. Achso, ja. Okay. Ja, gut. Man darf ja nicht vergessen, dass Cardimon ja komplett gefühlskalt geworden ist. Der hat wahrscheinlich schon gar keinen Ton mehr in seiner Stimme. Richtig. Okay. Na. Wunderschönen guten Tag. Cardimon, mein Name und meine Assistenten Vincent van Born und Günther Eisenhammer. Keine Sorge, Vincent mag zwar nicht so gesund ausschauen, aber er ist kein ehemaliger Patient. Ja. Wir haben gehört, Ihr Mann sei sehr schwer krank. Ja, und soll er nicht zu dem reingehen? Der holt. Ja, Günther Junior. Komm mal bitte her. Ja, brav. setz dich bitte hier an die Tür und warte auf uns, okay? Platz, mach Platz. Das ist anatomisch nicht möglich, aber er kann da stehen bleiben. Okay. Ja. Anatomisch nicht möglich. Ja, was wollen Sie jetzt? Wir würden gerne mit Ihrem Mann. Ich würde mir gerne mal Ihren Mann anschauen und gucken, ob ich vielleicht helfen kann. Wir möchten nämlich gerne handeln. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich kann doch nicht wildfremde zu meinem Mann lassen. Ja, aber was hat denn Ihr Mann? Vielleicht können Sie uns ja helfen. Wir wissen es nicht. Er war nachts auf dem Friedhof, obwohl alle wissen, dass das nicht gut ist. Und dann wurde er am nächsten Morgen da so verletzt gefunden. Und jetzt brabbelt er nur noch irgendwas vor sich hin. Und keiner weiß, was er hat. Ich könnte es vielleicht rausfinden, aber ich müsste dafür zu Ihrem Mann. Ja gut, dann kommen Sie mit. Das ist sehr nett. Ja, wenn er irgendwas vor sich hin brabbelt, wird er sich mit Cardimon bestimmt gut verstehen. Tja. Na, ich bin gespannt. Das lasse ich jetzt, das habe ich jetzt überhört im Spiel. Oh, hier ist mein Mann. Okay. Also im Roleplay setzt Cardimon jetzt so seine Kapuze ab, weißt du so, und macht sich so ein bisschen, damit er ihn besser sieht. Ja, so. Bereitet sich auf die Mund-zu-Mund-Beatmung vor, ne? Mann, ey. Ich kann. War auch eine Witz, ey. Okay, gut. Also nochmal. So, setzt die Kapuze halt ab. Wie heißt denn Ihr Mann? Fragst du so zu Martha. Eckbert, okay.
Ja. Guten Tag. Hallo, Eckbert. Können Sie mich sehen, Eckbert? Der brabbelt einfach nur so. Hat die Augen ganz weit auf, aber guckt nur die Decke an. Also er nimmt dich nicht so wirklich wahr. Ja, ich verstehe. Okay, dann ich würde jetzt quasi so mit meiner Hand so über sein Gesicht und seinen Körper fahren, um irgendwelche magischen Schwingungen quasi zu identifizieren zu können. Und darauf würde ich einen Wurf machen auf Intelligenz. Oder ich würde auf Verstand vielleicht würfeln. Aha. Das ist ein Witz. Ja, du tust sehr mystisch. Und die Frau guckt auch ein bisschen verdutzt, was denn du für ein Arzt eigentlich bist, weil du halt mit deinen Händen nur so über ihn drüber gleitest, ihn aber nicht anfasst. Und du bist jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, weil du dein Gehirn, also du merkst ja, dass du nichts wahrnimmst irgendwie, aber du versuchst jetzt irgendeine Möglichkeit zu finden, das trotzdem noch professionell aussehen zu lassen. Okay. Damit du halt die Frau da nicht irgendwie jetzt, weil die guckt schon sehr stutzig jetzt, was du da überhaupt machst. Also ich, nachdem ich mit meiner Inspektion fertig bin, seufze ich einmal kurz, drehe mich so zur Frau und sage, ich glaube, ihr Mann ist krank. Ist das Ihr Ernst? Was sind Sie denn für welche? Das habe ich euch ja schon von Anfang an gesagt. Hören Sie, ich kann rausfinden, was Ihr Mann hat, aber es scheint keine natürliche Krankheit zu sein. Es scheint etwas Geistiges zu sein. Also nichts Körperliches. Gibt es hier in der Nähe vielleicht eine Art Druide, Magier etc. irgendwas, der sich vielleicht mit etwas Mystischem auseinandergesetzt hat? Es gibt den verrückten Druiden hier, aber keiner schert sich um den. Der lungert hier manchmal in der Stadt drüber, aber eigentlich lebt er im Wald. Perfekt, das wollte ich hören. Vielen Dank. Ja, aber was wollen Sie denn mit dem jetzt? Schleppen Sie mir den ja nicht an. Nein, ich schleppe ihn dir nicht an, aber ich hole mir erstmal ein bisschen Rat. Vielleicht kann er ja das Problem beklären. Wenn es hier einen Friedhof oder Ähnliches in der Nähe gibt, wie Sie gesagt haben, dann wird es wohl irgendetwas, ich weiß nicht, ein Fluch, schätze ich jetzt mal, sein. Irgendwas auf dem Friedhof muss vorgefallen sein. Oder irgendjemand hat Ihren Mann überfallen, verzaubert, verflucht etc. Irgendwie sowas in der Richtung. Jeder weiß, dass man nicht auf den Friedhof gehen sollte in der Nacht. Und der dämliche Tor hier, der Eckbert, hat das trotzdem gemacht. Ja, und ich nehme an, er wird sich irgendeinen Fluch eingefangen haben oder wird vielleicht was gesehen haben, was ihn geschockt hat oder Ähnliches. Ich glaube, dass er einfach nur sehr verwirrt gerade ist und ich glaube, er nur geistige Hilfe braucht. Unter Umständen. Fluch, was gibt's doch gar nicht. Unter Umständen sollten wir uns auch den Friedhof genauer anschauen. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Vielleicht finden das wir da vielleicht was. Das wäre was für Vincent. Ja, da würde ich würde mich schon mal auf den Weg dann machen. Falls es noch, gibt's noch irgendwas? In Ordnung. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. Vincent, du gehst auf den Friedhof, inspizierst die Sache. Ich suche diesen Druiden und Günther, du kümmerst dich gerne um diese Dame hier und fragst sie vielleicht weiter aus, wenn das okay ist für sie. Nun. Aber was geht der Mann in dem Kettenhemd, da lasse ich mich gerne von ausfragen. Ja, das geht doch gut. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Ich war noch nie gut im Smalltalk, Leute. Du schaffst das schon, Günther. Sonst drückst du mir auch immer schöne Sprüche rein. Jetzt darfst du das auch mal machen. Also, ihr beide geht jetzt und Günther bleibt hier, oder was? Ja, genau, wir gehen jetzt raus. Okay. Wir nehmen den Hund auch mit. Ihr nehmt den Hund auch mit, okay. Ja, gut. Dann sehen wir das alles erstmal aus eurer Sicht. Wir tun jetzt einfach so, als würde ich da einfach warten bei der Frau und doof gucken. Ja, wir können ja zwischendurch die Szenen immer so switchen. Also, wir können ja jetzt erstmal Vincents Szene spielen, wie er auf den Friedhof geht. Dann spielen wir Günthers Szene, wie er nochmal mit der Frau redet. Und dann, ich hoffe wirklich schwer, dass es kein Fehler war, dass wir uns jetzt aufteilen. Dass es nicht so ist wie letztes Mal, als wir angeln gehen wollten und auf einmal diese riesen Krabbenarmee einfach kam. So wie Pister designt hat, sah es immer eher danach aus, dass wir also in der gesamten Gruppe eher irgendwo hingehen sollen, wo ein neues Gebiet ist. Ja gut, aber ihr habt ja jetzt nicht interveniert. Also gehe ich davon aus, dass es jetzt cool war für euch. Also ich hätte halt mal kurz hingeguckt und vielleicht mein Vieh hingeschickt, aber ich laufe da ganz bestimmt nicht selber bis in den Friedhof. Ja, muss ja auch. Was du da machst, genau, ist ja was anderes. Das war ja, dass du es erstmal ausspähst. Du kannst ja dann genau wieder versuchen, wieder abzuhauen. Ausspielen mache ich, ist kein Problem. So, also dank meines messerscharfen Verstandes sehe ich hier diesen älteren Mann in mystischer Robe und diesem Stab und ich nehme an, dass es sich um diesen Dorfdruiden handelt. Ich laufe gerade ziellos durch die Gegend, weil ich den Friedhof suche. Okay. So, guten Tag, werter Herr. Hallo. Herr Gesundheit, ich habe was für Ihren Hals dabei. Wollen Sie vielleicht was probieren? Nein, haben Sie Halsschmerzen? Nein, okay. Ich kaufe später ein Stück Wurzel. Das verstehe ich, kenne ich. Ja, guten Tag, mein Name ist erstmal Kalimon. Sie sind hier der Druide, von dem ich schon gehört habe. Habe ich recht? Bersonli, ja. Okay. Es gibt ja diesen Mann, diesen Händler namens Eckbert. Kennen Sie ihn?
Das ist der Händler hier, von dem der Laden hinter mir gehört, ja. Ausgezeichnet. Sie werden sicherlich gehört haben, dass er gerade krank ist und ja, seltsame Sachen vor sich hinfaselt nach einem Vorfall auf dem Friedhof. Haben Sie davon gehört? Was geht mich denn das an? Die Leute sagen auch über mich, dass ich irgendwelche Sachen fasel. Das interessiert auch keinen hier. Ja, aber also, warum sollte es mich interessieren, wenn einer von denen irgendwelche Sachen faselt? Ja, weil ich sie gerne fragen möchte. Ich möchte diesem Mann gerne helfen und ich möchte fragen, ob sie mir dabei helfen können, herauszufinden, was ihm denn fehlt. Es soll nicht ihr Schaden sein. Ja, was könntet ihr mir schon geben, was für mich interessant wäre? Was brauchen Sie denn? Ich hätte ja eine sehr interessante Spruchrolle für Sie. Nein, sowas brauche ich nicht. So materielle Sachen und so, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Also brauchen Sie Liebe. Okay, also jetzt wird mir das Ganze wieder ein bisschen sehr suspekt. Ja, nee, ja, was wollen Sie denn? Wie wollen Sie denen denn helfen? Ja, ich bin kein Arzt. Ich bin hier. Ja, ich weiß, dass Sie kein Arzt sind und genau deshalb können Sie mir vielleicht helfen. Dieser Mann ist eine Nacht auf dem Friedhof gewesen, der hier wohl in der Nähe sein soll und hat anscheinend entweder einen Schock davon getragen oder einen Fluch oder ähnliches. Und ich habe gehofft, dass Sie mir dabei helfen können, das herauszufinden. War er nachts auf dem Friedhof? Ja. Ja, dann ist er ja verrückt geworden, würde ich sagen. Ne? Jeder hier weiß doch, dass man nachts nicht auf den Friedhof geht. Wir wussten es bis vor kurzem jetzt noch nicht. Wir sind auch nur neu hier, aber kann man denn irgendwas dagegen tun? Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, wie man das wieder gerade biegen könnte? Ich weiß ja nicht, wer was er hat. Ja, er liegt einfach nur im Bett. Die namenlose Frau wird ihn verbesessen haben. Die namenlose Frau? Ah, das ja, die namenlose Frau. Jeder hier im Dorf kennt sie. Okay, ja, wir kennen sie nicht. Können Sie uns mehr dazu erzählen? So, eigentlich habe ich da gar keine Lust zu. Aber wenn Sie darauf bestehen. Das wäre geil. Also, es gibt hier ein Stück weiter den Weg entlang ein sehr großes Anwesen von Lord Mandrake. Und es ist ja schon gut und gerne 3 Jahre her, da war diese namenlose Frau Dienstmädchen in seinem Anwesen und keiner weiß genau, was sie getan hat. Auf jeden Fall irgendwas missfiel Lord Mandrake. Und nun, Sie müssen wissen, er wirkt wie ein Edelmann, aber er ist ein Monster, ein blutrünstiges Monster. Und er hat sie nicht einfach nur bestraft, sondern in irgendeinem Wahnsinn hat er sie an ein Kreuz genagelt, hat vor ihren Augen ihre Tochter genommen, der Tochter die Augen ausgehöhlt, die Tochter anschließend nach diesen endlosen Qualen getötet und dann hat er das Kreuz mit der guten Frau dran angezündet und dann ist sie verbrannt und ja, sie wurde hier auf unserem örtlichen Friedhof verscharrt und wie gesagt, seitdem geht man nachts nicht mehr auf den Friedhof. Weil sie nur nachts sich zeigt und tagsüber ist aber alles ungefährlich, ja? Hör zu, mit solchen Mächten legt man sich an. Also tagsüber gehen Leute ganz normal dahin und trauern halt oder besuchen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen. Aber nachts sollte man nicht auf den Friedhof gehen. Aber mehr weiß ich auch nicht darüber. Sie haben mir sehr geholfen. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Wenn ich irgendwas... kann ich Ihnen vielleicht irgendwie... Ich hab ein Buch hier vielleicht über Waldläuferreime. Das könnte Sie doch vielleicht interessieren, oder? Ich hätte gerne Ihren Stab. Der sieht nett aus. Sie haben da aber auch einen ganz schönen, tollen Stab. Also, darf ich den mal anfassen? Also ich tausche ihn 1:1 mit Ihnen. Na, ich würde mir erstmal angucken, bevor ich einwillige, würde ich mir ganz gerne erstmal anschauen. Nichts für ungut. Jetzt nickt er wieder so zusammen und fängt so an einzunicken. Okay. Ich schmunzel kurz und dann wende ich mich ab. Ja. Gut. Alles klar, Vincent. Ja, ich bin leider nicht weitergekommen, denn wo genau ist der Friedhof? Haben wir das aus? Die Straße runter, hat er gesagt. Ich nehme mal an, dort, wo die zwei gepanzerten Wächter stehen. Wir können ja mal gucken. Er hat gesagt, tagsüber ist der Friedhof ungefährlich. Nachts sollte man ihn meiden.
Aber wir können ja trotzdem mal eine kurze Inspektion dort anstellen. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise oder ähnliches. Wunderschönen Tag. Wer seid ihr denn? Wir sind zwei fremde Wanderer und wir haben gehört, dass ihr hier einen Friedhof habt. Wo geht's denn da lang? Ja, hier geht's aber nicht zum Friedhof, hier geht's Lord Mandrakes Anwesen. Okay, wo, in welche Richtung müssen wir gehen für den Friedhof? Der Friedhof ist da hinten, zurück zum Schild und dann rechts. Ah, vielen Dank, Dankeschön. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, verzieht euch jetzt hier. So. Ich würde sagen, Mann, das ist jetzt so auch der Augenblick, dem ich jetzt auch aus dem Gebäude rauskomme, weil ich die Schnauze voll habe, dass die mir die ganze Zeit ein Ohr absappelt, die eine Frau da. Okay, gut. So. Okay. Boah, Leute, ich konnte mir das nicht mehr geben. Die labert mich die ganze Zeit voll. Oh, hast du denn wenigstens, hast du sie wenigstens, du weißt schon. Nein, ich meine auch nicht. Stillgesteckt. Nein, na, hast du nicht? Okay, gut. Selbst wenn ich wollte, das einzige Bett war schon belegt. Bist du unkreativ? In meinem Volk machen wir das anders. Egal. Wir haben auf jeden Fall einige interessante Sachen erfahren. Es gibt. Ja. Der wurde leider das Schild angesprochen, sorry. Ja. Ich habe eine Information von diesen Druiden erhalten. Es gibt hier einen Friedhof. Auf diesem Friedhof, wo ja dieser Eckbert anscheinend auch war, gibt es nachts eine ruhelose Frau, die wird hier genannt die namenlose Frau. Sie wurde brutal hingerichtet von dem hiesigen Lord. Und wenn man nachts hingeht, wird man sein blaues Wunder erleben. Tagsüber ist allerdings ungefährlich. Das heißt, wir sollten jetzt, solange es noch hell ist, die Chance nutzen, uns dort mal umzuschauen. Vielleicht finden wir einige Hinweise zu dieser namenlosen Frau und vielleicht können wir den Fluch von Eckbert nehmen. Das klingt nach einer Idee. Wenn nicht, warte mal auf und acht und fragen sie doch einfach mal persönlich. Ja, das kannst du da machen, du bist ja tot. Also ich bitte dich, ich lebe noch so halbwegs. Naja, aber ich glaube, bei dir ist das ein bisschen ungefährlicher, wenn du nachts auf den Friedhof gehst, als wenn wir auf den Friedhof gehen, verstehst du? Ja, je nachdem, was sie halt fremden... Das ist doch quasi wie versteht. Nach Hause kommen, Vincent. Ja, richtig. Okay, dann gehen wir da mal hier in die Richtung. Weiter. Ihr kennt euch doch alle untereinander. Also hier geht's zum Friedhof, ja? Ja. Yes. Ups. Tagsüber. Wir haben vielleicht ein schöneres. Ja, ich glaube, es ist besser. Ja, sieht doch eigentlich nach einem echt schönen Friedhof aus. Bisschen verwachsen vielleicht, aber... Okay, dann würde ich sagen, ihr geht euch einfach mal, wir teilen uns einfach mal auf und gucken uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendeine Inschrift, irgendwas ähnliches. Irgendwie ein Buch, irgendwas, achtet auf irgendwelche Verstecke, etc. Kalimon, bevor du da bist, die zwei sehen mir da ziemlich suspekt aus, in diesen Roben und was das sein soll. Ich verstehe, die Frau sieht sehr lecker aus. Das ist nicht das, was ich meinte, aber gut. Du kannst den Kerl gerne kriegen, wenn du möchtest. Ja, sie geht. Aber wisst ihr, an wen die mich erinnern? Könnt ihr euch an die ganzen Leichen in der einen Höhle erinnern, nachdem wir von der Zwergenstadt zurückgekehrt sind? Wo die ganzen Leichen drin lagen? Stimmt, wir hatten dieselben. Die hatten dieselben Klamotten an. Ja, ich erinnere mich daran. Ich meine, diejenigen, die das Herz der Dunkelheit hatten. Höchstwahrscheinlich. Genau. Höchstwahrscheinlich. Aber die sehen mir nicht sehr freundlich aus. Lass uns erstmal weiter gucken hier. Okay. Oh, upsi. Ich wollte nur mal schauen. Erstmal die ganze Platte. Vincent, ich weiß nicht, ob es Glück bringt, jetzt die ganzen Gräber auszuheben. Wer weiß, was da runter liegt. Vielleicht findet er ja irgendeinen Familienangehörigen, der noch zu schwach ist. Der vielleicht noch lebt, zufälligerweise. Man kann ja nie wissen, ob jemand lebendig begraben wurde. Ne? Ja, wenn man dann nicht mehr rauskommt, dann ist es schon schwierig. Ne? Nee. Oh, das sieht sehr... Huch. Boah, ich die ganze Gestrüpp hier durch. Also ich setze mich da jetzt erstmal hin und starre die ganze Zeit diese Statue an, in der Hoffnung, dass sie mir irgendwas sagt, während ihr weiterguckt. Okay, ja, dann... Ich würde mir gerne. Steht hier irgendwas drauf geschrieben auf den Grabstein? Würde ich mir gerne genauer angucken. Du willst dir den Grabstein genauer angucken? Ja. Sieht ja mega nice aus. Oh. Okay, also auf dem Grabstein ist. Nee, es gibt keine Inschrift auf dem Grabstein, nur halt ganz viele Verzierungen. Und ja, das war's. Oh ja, Günther, das sieht auf jeden Fall ziemlich auffällig aus hier, dieser eine.
Das ist eine Grab, aber hier muss irgendjemand Wichtiges und Hochrangiges begraben worden sein. Richtig. Oder eine Art Held. Aber gibt es sowieso einige prunkvollere Gräber. Dahinter sind normale Gräber. Da ist dahinter vielleicht noch was. Und Kalimon, hat euch die Statue irgendwas Interessantes gesagt? Ja, noch nicht, aber ich krieg schon was aus der alten raus. Nutzt doch eure gewöhnlichen Überzeugungstaktiken. Vielleicht funktionieren die auch bei Steinwesen. Später vielleicht. Hey, Fremde, Fremde! Hallo. Verschwinde dir, das ist unser Friedhof. Ist Ihnen nicht kalt? Wollen Sie sich wir wurden hier. Ja, okay. Seit wann wohnt ihr denn hier? Wir buddeln hier, habe ich gesagt. Habt ihr etwa keine Ohren? Also, Vincent hat auf jeden Fall keine mehr, wenn wir so fragen. Ja, das ist ziemlich gut getroffen. Sie sind sehr locker angezogen. Also, ist Ihnen nicht kalt irgendwie? Der Schmerz ist unser Freund. Alle schlechten Gefühle sind unser Freund. Ja, das kann ich nachvollziehen. So geht's mir eigentlich genauso. Cool. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir haben. Wir haben Gefolgsleute von euch übrigens gefunden. Also zumindest glauben wir das, weil sie haben dieselben Kleidungen gehabt wie ihr. Ja, wir sind überall. Wir sind alles. Wir sind das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Die ewige Welt unter uns. Wer ist die Ewige? Ihr Narren, wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr schon dem Untergang geweiht. Du redest nicht zufällig von Rock-Agar? Rock-Agar? Na, die Hälfte deines Volkes gefühlt abgeschlachtet hat. Ich kenne keine Rock-Agar. Ja, pass auf, es ist nämlich folgendermaßen, wir kommen aus den Bergen von Friedstadt und da war in so einer Höhle viele von den Leuten, die dieselben Kleidung getragen haben wie ihr und die waren alle tot. Das ist schmerzlich zu hören, aber wie gesagt, Schmerz ist gut. Okay. Also wir können dir auf die Sprünge damit helfen, wenn du... Nein, Vincent, wir wollen ihm doch jetzt nicht unnötig Freude bereiten hier. Wir würden aber gerne mal wissen, was ihr hier so macht. Das geht euch nichts an. Das ist unser Friedhof. Lasst das in Ruhe, wir buddeln hier. Vincent, lass mal deine Fingerchen bei dir. Okay, dann, wir haben aber eine Frage. Sagt euch was, die Frau, die keinen Namen hat. Es soll hier eine Art Geist oder Flug geben, der nachts hier immer quasi umhergeht. Was interessiert euch das? Wir möchten einen örtlichen Händler heilen, der nachts, wo mal die Dummheit begangen hat, hierher zu kommen und jetzt nur noch wirres Zeug vor sich her labert. Dieser törichte Narr, die namenlose Frau wird seine Seele verschlingen. Okay. Können wir dagegen irgendwas tun oder ist das jetzt so ein endgültig Ding? Warum sollte ich euch das sagen? Ich weiß nicht, wir würden dir vielleicht einen Mantel geben, damit du ein bisschen wärmer angezogen bist. Wie gesagt, Kälte ist Schmerz. Schmerz ist gut. Günther, denkst du, dass dieses Outfit mir auch stehen würde? Zeig dabei so auf den Channel das schwarze Hemd. Kalimon, bis jetzt habe ich ziemlich gut ohne diese Vorstellung leben können. Ich verzichte weiterhin darauf. Okay, ich verstehe. Und jetzt verschwindet von unserem Friedhof. Wir haben hier viel zu tun. Wenn wir es nicht machen? Wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr den Schmerz spüren. Also ich finde es schon mal nicht in Ordnung, dass ihr einfach Gräber raubt, ohne dass ihr mich davor gefragt habt. Ja. Ach, so wie ihr, oder was? Ja. Also wir wollten uns erst mal hier Sachen anschauen. Wir gehen noch ganz bestimmt nicht weg. Und wir werden nur auch das anschauen, wo ihr beide da steht. Anschauen ist okay, aber anfassen nicht. Ja, dann ist doch, da haben wir doch kein Problem miteinander. Cool. Okay. In Ordnung. Also Kalimon guckt sich jetzt so diese Kerze, die auf diesem Sarg steht. Ich wollte eigentlich den Hügel hochlaufen. So ein Klauschwein, oder? Ich wollte den verdammten Hügel hochlaufen. Gebt uns unsere Schaufel zurück.
Ja, ich habe mich leicht vergriffen. Also Kalimon inspiziert jetzt so diese Kerze und macht sie aus Versehen aus. Ah, gut, dann interessiert die wenig. Okay, cool. In der Zeit, ja, gucke ich mal, so, was in dem Eimer hier drin ist. Da ist nichts drin, okay. Dann, ja. Wie war der scheiß Gedanke? Gelungt hat er wieder. Werter Herr, dürfen wir Sie nach Ihrem Namen fragen? Mein Name ist Schmerz. Der Sklave des Schmerzes. Sag mal, Vincent, ist dir schon mal aufgefallen, dass Cardimon immer zu den seltsamen Personen freundlich ist? Ja, das macht mir langsam wirklich zu gedenken. Wir könnten noch jemanden von Ihnen in unserer Gruppe gebrauchen. Haben Sie noch irgendwie was zu tun oder so? Also, ich glaube, wir sind ganz aktuell vollzählig, Cardimon. Ach so. Okay, schade. Ich nehme gerade die Bewerbungsphase an, deshalb. Ich würde gerne nochmal schauen, ob hier irgendwas auf dem Grabstein steht. Ob hier irgendwo eine Inschrift ist. Dem großen. Ihr wollt etwas über die namenlose Frau erfahren? Ja. Genau, wollt ihr darüber erfahren? Ja, wir möchten zum Beispiel gerne erfahren, wie man mit ihr sprechen kann. Und wenn ihr das, wenn ich euch das verrate, dann verschwindet ihr, ja? Nein, aber wenn wir rausfinden, wie wir den Fluch vom Händler nehmen oder den verwirrten Geist vom Händler nehmen, dann werden wir gehen. Das hat ja mit der namenlosen Frau zu tun. Ja, genau. Ich bin also, gerade echt vorstellen, wenn ihr uns alles über sie erzählen könnt, dann wäre das wirklich eine ganz tolle Sache. Ich glaube, vorstellen, wie der Cardimon den ernsthaft wirklich gerade in den Wahnsinn treibt, ey. Könnt ihr noch jemand in eurer Gruppe gebrauchen? Ihr könnt ihn gerne nehmen, wenn ihr wollt. Zumindest niemanden wie euch. Das ist aber schade. Okay, ich will euch alles sagen, was ich weiß. Aber dafür hätte ich gern den schön funkelnden Ring von eurem Finger mit den roten Steinen. Den roten Stein? Nicht von euch, von eurem Freund da hinten mit dem komischen Zweigenhut. Ach so. Vincent, ist das okay für dich oder eher nicht so? Mit den roten Steinen. Musst du entscheiden. Nein, ja. Ja, okay. Ja, bitteschön. Ich für meinen Teil bin einfach so verblüfft gerade, dass wir plötzlich so kooperativ sind mit irgendwelchen komischen Punks, die um die Ecke stehen. Aber Hauptsache, wir verdreschen und foltern und prügeln alle Leute, die irgendwie unschuldig sind, um Informationen rauszubekommen, ey. Also die namenlose Frau, kurz und knapp, ja? Kennt ihr die Geschichte der namenlosen Frau? Na, wir wissen, also ich weiß, was ihr Schicksal war. Sie hat gesehen, wie ihrem Kind die Augen ausgeschnitten wurden und wie ihr Kind getötet wurde. Anschließend wurde sie verbrannt. Wisst ihr, was das mit einer Seele macht? Wisst ihr, was das mit einer Seele macht? Ich glaube, ich bin dafür der falsche Ansprechpartner, weil ich keine Emotionen mehr empfinde. Vielleicht könnt ihr Günther dazu aufschlüsseln, aber ich will nur wissen, wie man mit dieser Frau redet und wie man den Fluch vom Händler nimmt. Alles andere interessiert mich nicht. Ein unsäglicher Zorn zwingt sie, weiter auf diesen Erden zu wandeln. Okay. Und wenn ihr ihr begegnen wollt, dann müsst ihr es dem Händler gleich tun. Was meint ihr, warum nachts niemand auf diesen Friedhof kommt? Okay, also wir müssen nachts hierher kommen, können mit ihr reden und dann... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr ihr begegnen wollt, müsst ihr es dem Händler gleich tun. Okay. Können wir mit ihr reden? Ist sie ansprechbar? Wir werden uns nachts hier nicht aufhalten, denn wir sind doch nicht geisteskrank, ey. Sicher. Ja, natürlich. okay. Ja, okay. Ja, das hilft mir jetzt aber nicht so wirklich weiter. Also. Was hilft dir denn daran nicht weiter? Ihr wolltet wissen, wie ihr die Frau treffen könnt. Ich will aber wissen, wie ich den Fluch vom Händler nehmen kann oder seinen Geist wieder entwirren kann. Ja, das war die eigentliche Frage. Ihr seht auch wirklich nur so aus, wie jemand, der Magie begabt ist, ne? Das Problem ist hier, Frage-Antwort-Stellung ist hier nicht durchgekommen bei Ihnen anscheinend. Jeder weiß doch, Lektion 1. Novize, fantastische Stufe. Weiß man doch, dass ein Fluch gebrochen wird, wenn man denjenigen, der den Fluch gegeben hat, selber bricht. Stell dich nur vor, wie ich jetzt die ganze Zeit mit meinem Kopf gegen den Grabstein so
Boah, es gibt nur ein kleines Problem. Ich komme aus einer ganz anderen Dimension, in dem Magie ganz anders funktioniert. Ich bin erst seit neuestem hier. Das ist mein Problem. Ich habe euch jetzt gesagt, was ihr wissen wollt, oder? Ja, okay, ist ja auch okay. Dann lasst uns jetzt in Ruhe weiter buddeln. Oh Mann, ey. Und ihr seid sicher, dass ihr euch uns nicht anschließen wollt? Ja, ganz sicher. Ich glaube, sie sind sich sicher, Kardimann. Ich komme mal kurz eine Sekunde. Wie, den hätten wir gebrauchen können. Sicher. Wir haben noch nicht genug Verrückte in der Gruppe. Stimmt, du bist ja der Anführer der Verrückten. Ha, das war jetzt... Gut, das war jetzt nicht wirklich ausschlussreich. Naja. Außerdem frage ich mich, gibt es überhaupt in dem Städtchen hier irgendeinen einen Bürgermeister oder irgendeiner, der verantwortlich ist für die ganzen Leute hier? Oder ist es wirklich einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen? Nee, also es wurde jetzt schon öfter von diesem Lord Mannequin. Ja, dieser Lord, und der kontrolliert quasi einfach dieses Minidorf hier vorne, vor der Brücke. Wahrscheinlich. Du kannst gerne versuchen, mit ihm zu reden, aber die Wächter sahen jetzt nicht so einladungsfreundlich aus. Entweder versuchen wir das, oder wir schauen nochmal nachts beim Friedhof vorbei. Ich meine, wenn wir die Ursache des Fluchs herausfinden, können wir vielleicht auch wissen, wie wir ihn beheben können. Naja, die Ursache ist ja, so wie der nette Herr da hinten das gerade aufgeschlüsselt hat, die Ursache ist, dass ein unbändiger Zorn diesen Geist hier treibt und... Das natürlich, aber... Wie wir ihn brechen können, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber deshalb, wenn wir diesen Geist sehen, finden wir vielleicht mehr darüber hinaus. Naja, gut. Also in meiner Welt funktioniert das mit den Geistern ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier läuft. Vincent, hast du damit Erfahrung gemacht? Naja, so, also ich habe die Möglichkeit, mit Geistern zu reden. Ja, dann bist du der Anführer dieses Unterfangs. Viel Spaß. Tja. Ich kann dir halt nicht sagen, wie sie doch reagieren wird. Also, und wie wir sie befreien, tja. Aber wenn wir dich dabei haben, ist sie vielleicht ein bisschen umsichtiger, als wenn nur Günther und ich gehen würden. Das ist, naja, ein bisschen mit hergeholt. Aber naja, wie gesagt, wir können trotzdem mal schauen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass wir... Dass wir nicht schaffen sollten, mit ihr zu reden. Keine Sorge, wenn etwas passieren sollte, sind wir ja auch noch da. Ja, was ich aber noch machen wollte, Moment, ich wollte trotzdem noch mal genau wissen, was jetzt hier auf diesem, irgendwas auf dem Grabstein hier steht. Den da? Großen, ja. Offensichtlich nicht. Also steht da offensichtlich nicht oder steht da einfach nicht? Nee, da steht nichts drauf. Der offensichtlich nicht, Stein, alles klar. während Vincent da drauf guckt, erspähe ich durch den Zaun ein Licht und sehe, oh, da gehe ich nochmal hin. Okay. Also das Licht an dem Haus habe ich quasi durch den Zaun gesehen. Ach so, okay. Kann man da hin? Ja. Eigentlich? Ja, du gehst da hin und guckst durchs Fenster und es ist einfach nur so eine... Ja, du siehst da drin so Gerätschaften zur Friedhofspflege von Pflanzen und so, die aber offensichtlich lange nicht benutzt wurden. Okay, ne, ich hätte mir vor allem auch die Särge mal angeguckt und... geguckt, ob ich das irgendwas Nützliches finde oder so. Es sind einfach leere Särge mit höchstens ein paar Spinnenweben. Ah, aber da ist nichts Interessantes da. Na gut, okay. Dann ist das so. Dann warten wir bis Nacht, oder? Ja, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir mal drüben auf die Bank und beobachten mal diese zwei komischen Vögel hier weiter. Ja, gut. Das können wir natürlich tun. Die fühlen sich bestimmt auch nicht gestört von uns. Nö, bestimmt nicht. Tja. Ich glaube, ich sitze ein bisschen zu nah. Also mir hätte das nichts ausgemacht. Ja, also ihr wart jetzt hier bis es nachts ist oder was? Ja. Jetzt der Plan, ja. Das ist ja schon ein bisschen... Verdammt nochmal. Junior! Okay.